Bioware. EA Sports Cinegame. Entschuldigung. Demu irgendwas Studios. Mass Effect 1. Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zu meinem allerersten Let's Play zu Mass Effect 1. Mein Name ist Marina. Ich bin froh, dass ihr auf dieses Video geklickt habt. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt auf YouTube stellen werde. Also wenn das jetzt auf YouTube ist, dann habe ich schon, ja, habe ich mich schon selber überwunden, das zu machen. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass so ungefähr die ersten 50 Minuten werden nicht blind sein, nicht blind gespielt, weil ich habe schon eine Aufnahme gestartet und ja, hat einfach nicht aufgenommen. Und deswegen werden die ersten 50 Minuten ungefähr nicht blind gespielt sein. Das war aber nur so, vielleicht für die Leute, die Mass Effect 1 kennen. Das war bis zu dem Punkt, wo die auf diesen Eden Prime gelandet sind. Das war wirklich nur das Intro. Ich spiele normalerweise eigentlich eher so Rollenspiele, wie Elder Scrolls oder auch Dragon Age von BioWare. Von der Bioware. Und ja, ich habe halt schon sehr häufig gelesen, dass Mass Effect sehr gut sein soll. Dann habe ich mir gedacht, das ist ein Spiel, das ich noch gar nicht kenne. Ich habe noch gar kein Science-Fiction-Spiel überhaupt gespielt. Deswegen habe ich gedacht, los, mach mal ein Let's Play draus. Deswegen drücke ich jetzt irgendeine beliebige Taste. Und dann würde ich sagen, dann starten wir mal eine neue Karriere. Willkommen in der Datenbank des Allianz Militärs. Geheime Informationen angefordert. Klassifizierung streng geheim. Fängt ja schon mal super an. Mit Datenbank verbinden, das tue ich doch gleich. Sichere Verbindung wird aufgebaut. Das kann schon mal nicht Deutschland sein. Sichere Verbindung bestätigt. So, Profilwiederherstellung. Aufgrund ihres geheimen N7-Status sind die ID-Daten nicht vollständig. Oh mein Gott. Bitte bestätigen Sie Ihre ID gemäß der unten stehenden Aufzeichnungen oder registrieren Sie sich manuell. So, John Shepard. Das ist der schnieke Typ hier rechts. Nö, ich gebe mal eine neue ID ein. So, jetzt haben wir die Auswahl zwischen individueller männlicher Charakter, individueller weiblicher Charakter, Schnellstart männlicher Charakter, Schnellstart weiblicher Charakter. Ich habe ja diese Charakterstellung schon mal gespielt. Ich würde sagen, dass wir uns einen eigenen Charakter zusammenwürfeln. Also, und ich würde gerne einen weiblichen Charakter spielen. Also hier individueller weiblicher Charakter. Bitte loggen Sie sich ein, um Zugang zu Ihrem Profil zu erhalten. Das ist aber sehr leise. Sie hat gerade gesagt, wir sollen uns einloggen, um Zugang zu unserem Profil zu erreichen. So, der Vorname. Wie könnte man so eine Weltraumheldin denn nennen? So ein richtig epischer Vorname, wo man denkt, ja, das muss auf jeden Fall in Stein gemeißelt werden. Wie wär's denn mit Inge? Ich habe ganz gedacht, ich habe keinen Ton. Jetzt habe ich das hier lauter gedreht. Jetzt kommt da wieder dieses. Ach Gott. So, Inge Shepard. Ist das nicht ein Name? Eine Heldin, Inge Shepard. Ja, los, Inge, komm, annehmen. Vorbereiten auf Senden. Verbindung erstellt. Senden. Aha. Dechiffrieren. Benutzernamen bestätigen. Benutzerdaten bestätigen. Achtung, fehlerhafte Dateien entdeckt. Ja, das war mir klar. Das passiert mir auch ständig.
Datenfehler, ja. Bitte Profil, stellen Sie Ihr Profil wieder her. Profil rekonstruieren, das machen wir doch gleich. Zeit vor dem Dienst bestätigen. Profilwiederherstellung Vorgeschichte. Da haben wir jetzt drei Auswahlmöglichkeiten. Das wäre zum einen Raumfahrer. Ihre beiden Eltern waren beim Allianzmilitär. Sie verbrachten ihre Kindheit an Bord von Schiffen und Stationen und verblieben dabei nie lange an einem Ort, der ihre Eltern häufig versetzt wurden. Im Alter von 18 Jahren traten sie in die Fußstapfen ihrer Eltern und verpflichteten sich für das Militär. Kolonist. Sie sind auf Mindoir? Keine Ahnung, wie es ausgesprochen wird. Sie sind auf Mindoir geboren und aufgewachsen, einer kleinen Kolonie am Rand der Attika-Traverse. Als sie 16 Jahre alt waren, überfielen Sklavenjäger Mindoir und töteten ihre Familie und Freunde. Sie wurden von einer Allianz-Patrouille gerettet. Ein paar Jahre später verpflichteten sie sich selbst zum Allianz-Militär. So, und dann gibt's noch, ne, Raumfahrer, Kolonist, das sind alles so richtig epische Vorgeschichten. Und dann gibt's hier das dritte. Von der Erde. Weißt du? Raumfahrer, Kolonist und dann gibt's von der Erde. Das will doch kein Mensch spielen. Als Weise sind sie auf den Straßen der riesigen Erdmetropolen groß geworden. Sie konnten dem Leben im Umfeld der Kleinkriminalität und des Straßengangs entfliehen, indem sie sich mit 18 Jahren zum Allianz-Militärdienst gemeldet haben. Aha. Alle melden sich zum Allianz-Militärdienst. So. Unsere Inge. Was soll die denn als Vorgeschichte sein? Ich habe ja gesagt, keiner will von der Erde sein. Dann nehmen wir mal von der Erde. So eine Inge, die ist bestimmt irgendwo in so Bielefeld oder so. Da hat sie eine Bar. Und auch ja, Kleinkriminalität, ja, das passt ganz gut. Und das ist, sie ist Waisenkind. Aber ist danach, hat erstmal eine Bar eröffnet. Ja, und da hat sie halt viel zu tun mit, ne? Mit Straßengangs und so. Und dann hat sie gesagt, nee, ich muss hier weg. Dann gehe ich gleich mal ins Weltall. So, von der Erde. Psychologisches Profil bestätigen. Also dieser Sound, ne? Mach mal wieder etwas lauter, nicht, dass es jetzt wieder zu laut ist. So, psychologisches Profil. Da haben wir auch wieder drei Möglichkeiten. Einziger Überlebender. Während ihrer Dienstzeit wurden sie auf eine Mission geschickt, die auf schreckliche Weise scheiterte. Sie befanden sich in einer extremen, lebensbedrohlichen Situation und erlitten körperliche wie seelische Qualen, an denen die meisten Menschen zerbrochen wären. Aber sie überlebten, ertrugen alles, woran andere zerbrachen, und jetzt sind nur noch sie übrig, um davon zu erzählen. Oder Kriegsheld? Zu Beginn ihrer Karriere sahen sie sich eines Tages einer überwältigenden feindlichen Streitkraft gegenüber. Sie setzten ihr eigenes Leben aufs Spiel, um ihre Kameraden zu retten und den Feind trotz aller Widrigkeiten zu besiegen. Ihre Tapferkeit und ihr Heldenmut brachten ihnen zahlreiche Medaillen und Anerkennung seitens der Allianzflotte ein. Und als drittes, skrupellos. Während ihrer gesamten militärischen Karriere haben sie sich immer an eine grundlegende Regel gehalten. Der Auftrag muss erledigt werden. Man bezeichnet sie gemeinhin als kalt, berechnend und brutal. Sie sind bekannt für ihre rücksichtslose Effizienz, weshalb andere Soldaten sich vor ihnen in Acht nehmen. Aber wenn Versagen keine Option ist, kommt das Militär immer zuerst zu ihnen. Ja, pff. Unsere Inge? Also Kriegsheld auf keinen Fall. Ne? Ich meine, mit ihrer Vorgeschichte in der Bar aus Bielefeld. Da, was willst du da für ein Kriegsheld sein? Also das ist, da lernt man ja fast gar nichts. Skrupellos, das trifft es eigentlich schon eher. Aber ich will sie auch nicht so komplett von vornherein so böse machen. Das ist eigentlich nicht meine Intention. Die Inge, komm hier, einziger Überlebender. Ne? Körperliche und seelische Qualen, das trifft ja auch ganz gut zu. Komm hier. Militärische Spezialisierung bestätigen. So, Militärspezialisierung. So, das sind, glaube ich, hoffentlich die letzten ein, so sechs Texte, die ich vorlesen muss. Entschuldigung. Soldat. Soldaten sind die perfekten Kampfspezialisten für die Frontlinien eines Feuergefechts. Soldaten erhalten verbesserte Gesundheit, können im Umgang mit allen Waffentypen ausgebildet werden, haben von Beginn an die Fähigkeit, mittelschwere Panzerung zu tragen und können sich darauf spezialisieren, schwere Panzerung zu tragen. So, weiter. Techniker. Das erinnert mich an die Techniker-Krankenkasse. Ey, ich bin Techniker. Techniker sind Technikspezialisten. Ach, wirklich?
Mithilfe des holographischen Universalwerkzeugs können Sie Sicherheitssysteme dechiffrieren, technische Ausrüstungsgegenstände reparieren oder modifizieren, gegnerische Waffen oder Schilde zerstören und das Squad heilen. Techniker können ausschließlich leichte Panzerung tragen und nur an Pistolen ausgebildet werden. Aha. Experte? Das sieht ja richtig magisch aus. Experten sind Biotech-Spezialisten. Sie impfen sofort alles und jeden. Nein. Experten sind Ich nehme mal Biotech. Es klingt cooler, wenn man es auf Englisch ausspricht. Sind Biotech-Spezialisten. Mit Hilfe aufwertbarer Implantate können sie biotische Kräfte einsetzen, um Objekte zu heben oder zu werfen. Das Squad. Mit einem Schild zu schützen und Gegner auszuschalten oder zu vernichten. Experten können ausschließlich leichte Panzerung tragen und nur an Pistolen ausgebildet werden. Dann noch Infiltrator. Infiltratoren kombinieren Kampf- und Technikfähigkeiten miteinander und sind spezialisiert darauf, Gegner im Fernkampf zu töten oder auszuschalten. Infiltratoren werden im Umgang mit Universalwerkzeugen ausgebildet und konzentrieren sich mehr auf Dechiffrierungs- und Offensivfähigkeiten und weniger auf Heilung. Sie können Pistolen oder Präzisionsgewehre und mittelschwere Panzerung einsetzen. Wächter. Wächter kombinieren Biotik- und Technikfähigkeiten miteinander. Üblicherweise verwenden sie biotische Fähigkeiten und fortgeschrittene Heiltalente, um Verbündete zu verteidigen, obwohl sie auch Gegner mit biotischen und technischen Angriffen stören können. Aber nur stören. Sie sind effizienter im Einsatz von Technik und Biotik als alle anderen Klassen, was allerdings zulasten ihrer Kampffertigkeiten geht. Wächter können nur leichte Panzerung tragen und kein erweitertes Waffentraining erhalten. Sieht mir auch ein bisschen steif aus, die gute Dame jetzt, wo sie damit... Na gut. Frontkämpfer. Es ist da der... Achso, die hat eine andere Waffe. Frontkämpfer sind biotische Krieger. Sie kombinieren ihre biotischen Fähigkeiten mit ihrem Waffentraining, um Gegner auszuschalten, und sie sind besonders tödlich auf kurze Distanzen. Sie nutzen Pistolen und Schrotflinten und können sich auf die Verwendung mittelschwerer Panzerung spezialisieren. Da schaltet auch die Musik gleich wieder ein. Ich habe jetzt auch schon bei dem... kurzen Stück, weil ich schon gespielt habe, habe ich jetzt auch Infiltrator genommen. Ganz einfach, weil ich keine Ahnung habe, wie man in diesem Spiel kämpft. Und von der Ferne ist alles besser. Gesichtsidentifikation bestätigen. Bitte bestätigen Sie dieses als Ihres Gesicht. Ach, als Ihres, ja. Das ist richtig deutsch. Bitte bestätigen Sie dieses als Ihr Gesicht. So. Nö. Ein anderes Gesicht erstellen. Ja. So, Gesichtsvorschläge. Da schlagen wir jetzt gleich hier was rein. Was habe ich denn bei der schlechten Aufnahme genommen? Ich glaube, ich habe die Blonde genommen. Aber eigentlich ist es egal, dass jetzt... Ich habe die genommen, glaube ich. Gesichtsstruktur. Komm, wie sieht so eine Inge aus? Ich merke hier ehrlich gesagt nicht so einen Unterschied hier. So, keine Ahnung. Wir machen jetzt hier irgendwas, weil ich habe... Mir ist aufgefallen, also erstens kann ich hier nicht... Ich kann hier irgendwie nicht drehen. Den Charakter. Ich mache jetzt hier einfach irgendwas. Weil sonst brauchen wir 5000 Jahre damit. Also das brauche ich sowieso immer bei Charaktererstellung. Ich kenne ja sowas wie Elder Scrolls, da verbringt man leicht mal eine Stunde. Hier, so sieht es zu krank aus. Ich mach mal so. Hauttyp. Ja, das ist eher so Botox. Weißt du, weise, kaum Geld, aber Hauptsache erstmal Botox reinspritzen. Narbe. Das sieht doch eher aus wie ein Plateau, oder? Wenn du dir Dinge aus der Nähe betrachten willst, dann stellst du hier etwas drauf, dann kannst du dir vielleicht das direkt vorm Auge angucken. So. Nee, ich mach mal keine Narbe. Den Kopf, Nacken umfangen. Ah, das ist der Hals, okay. Gesichtsgröße. Nee. Machen wir irgendwie so. Wangenbreite. Boah, keine Ahnung. So, Wangenknochen. Ist nicht fast das Gleiche. Irgendwie so. Die Musik ist schon, das macht alles so viel cooler, die Musik, ne? Hagere Wangen, ja, komm. Ohrengröße, obwohl die hageren Wangen, die haben mich letztens jetzt bei dem Testlauf ein bisschen gestört. Ohrengröße. Na, keine Ahnung. So.
Augen. Augenform. So, Augenhöhe. Irgendwie sowas in der Mitte. So, Augentiefe. Die waren schon echt tief. Ist das... Nee, das ist weiter nach vorne. Brauntiefe. Braunhöhe. So, Irisfarbe. Ach, ich habe grün genommen. Das mache ich jetzt auch. Dieses schöne Grün. Kiefer. Aber Kiefer ist doch in Ordnung, oder? Jetzt mal ganz ehrlich. Mund. Mund müssen wir noch ein bisschen ändern. Das sieht ein bisschen aus wie Botox. Das sieht ja alles aus wie Botox. Also hier so. Also ich kriege das wahrscheinlich eh nicht hin, wie die Dame, da, die ich davor gemacht habe. Die Inge. So, Lippengröße. Hier, keine Ahnung. So, die hat schon eh einen Schmollmund. Also kann ich ja eh nichts mehr machen. So. Ich versuche das übrigens ernsthaft zu spielen. Weil Mass Effect ist ja eigentlich schon ein sehr... Soll ein sehr gutes Spiel sein. Und ich will das natürlich nicht verarschen. Aber wenn es so ein gutes Spiel ist, dann kann es auch ein bisschen Humor vertragen. Ich meine, ich bin von Dragon Age ja nichts anderes gewohnt, dass BioWare gute Spiele liefert. Von daher mache ich jetzt mal hier irgendwie... Ja, aber das sieht auch irgendwie blöd aus. Das sieht alles so... So, komm, so. Nasenhöhe. Ein bisschen tiefer. Nasentief. Nö. Keine Ahnung. Ich weiß, keine Ahnung, wie das aussieht von der Seite. Haar. Haar. Gehen wir mal auf die Haarfarbe. Da habe ich rot genommen. War das dieses Rot? Ja. Haare. Die sieht jetzt komplett anders aus als das, was ich da was ist. Ich würde gerne sehen, wie das von hinten aussieht. Der hat da irgendeinen Zopf. Und die sind Augenbrauen. Wahrscheinlich sind da hinten Zöpfe, aber ich sehe es nicht. Komm, ich mach mal das hier, Augenbrauen. Was für Augenbrauen habe ich denn da verwendet, sag mal. Augenbrauenfarbe. So, und dann Make-up. Make-up-Farbe. Ja, irgendwie sowas hier. Lippenfarbe, da gab es eine ganz schöne, nicht die, sondern die... Lidschattenfarbe. So, so ungefähr sah die tatsächlich aus, die Inge. So, dann starten wir mal. Beenden. Profilwiederherstellung beendet. Name Inge Shepard. Herkunft von der... Ja, die sah genauso aus. Die hatte auch so eine komische Nase, ja. Herkunft von der Erde. Reputation einziger Überlebender. Klasse Infiltrator. Nehmen wir mal an. Wenn Sie die Einstellungen für diesen Charakter bestätigt haben, können Sie nicht mehr zu diesem Bildschirm zurückkehren und die Einstellungen ändern. Oh mein Gott. Ich wüsste nicht, was ich anders machen sollte. Bestätigen. Identifikation bestätigt. So, Kampfschwierigkeit. Ich lasse es mal auf leicht, weil ich, mein Hauptfokus bei diesem Let's Play liegt eigentlich eher auf der Story. Und wenn wir da 5000 Jahre bei einem Kampf verbringen, dann bringt das euch wenig. Und mir auch wenig. Und ich rede dann auch wenig. Weil ich dann mich ganz sehr konzentrieren muss. Deswegen habe ich gedacht, ich lasse das mal Kampfschwierigkeit auf leicht, damit einfach die Kämpfe schneller vorbei sind. Wir können das ja immer noch ändern, wenn das zu leicht ist. Automatischer Stufenaufstieg, sage ich mal, nur Squad. Ich habe keine Ahnung, was damit gemeint ist, aber das werden wir ja noch herausfinden. Sehr für normal, Squad-Fähigkeit, Nutzung aktiv. Keine Ahnung. Untertitel, ja, klar, Autospeichern auch. Okay, annehmen. Was wissen wir über Shepard? Sie wurde auf der Erde geboren. Über ihre Familie gibt es keinen Eintrag. Sie kommt aus Bielefeld. Sie ist quasi auf der Straße aufgewachsen. Sie hat gelernt, auf sich selbst aufzupassen. Sie musste mit ansehen, wie ihre ganze Einheit auf Akuse starb. Sie könnte ein emotionales Trauma dabei erlitten haben. Fast alle Soldaten haben ein Trauma. Shepard ist eine Überlebenskämpferin. Wollen wir eine solche Person wirklich die Galaxie beschützen lassen? Nö. Nur solche Personen können überhaupt die Galaxie beschützen. Ich stimme dafür. 2148 entdeckten Forscher auf dem Mars Überreste einer alten, raumfahrenden Zivilisation. In den darauffolgenden Jahrzehnten konnten mit Hilfe dieser Artefakte neue Technologien entwickelt werden, die Reisen selbst zu den entferntesten Sternen ermöglichten. Basis dieser unglaublichen Technologie war eine Kraft, die in der Lage war, den Raum Zeitgefüge zu kontrollieren. Das heißt, die größte Entdeckung in der Geschichte der Menschheit, das war... Die Musik. Die wieder viel zu laut ist. So.
Wir fliegen am Jupiter vorbei. Das Arcturus Prime Massenportal ist in Reichweite. Starte die Transmissionssequenz. Oh, das ruckelt aber. Verbunden. Berechne Transitmasse und Ziel. Das Massenportal ist heiß. Zugriff auf Annäherungsvektor. Alle Stationen sichern für Transit. Grünes Licht. Annäherung eingeleitet. Kontakt in 3, 2, 1. Schubwerke, check. Navigationssystem, check. Interner Emissionsspeicher aktiviert. Alle Systeme online. Abweichung etwas weniger als 1500 Kilometer. 1500 ist in Ordnung. Ihr Captain wird zufrieden sein. Ich kann den Typen nicht ausstehen. Niles hat Ihnen ein Kompliment gemacht. Und Sie hassen ihn? Ich habe uns gerade einen Sprung über die halbe Galaxie machen lassen und dabei ein Ziel von der Größe eines Knopfes getroffen. Das ist nicht nur in Ordnung, sondern verdammt brillant. Außerdem bedeuten Spectres immer Ärger. Ich will ihn nicht an Bord haben. Nennen wir es Paranoia. Das ist Paranoia. Der Rat hat bei der Finanzierung dieses Projekts geholfen. Es ist Ihr gutes Recht, jemanden abzustellen, der Ihre Investition beurteilt. Das ist die offizielle Version. Aber nur Idioten glauben offizielle Versionen. So, und da bin ich wieder. Das ist die offizielle Version, aber nur Idioten glauben offizielle Versionen. Okay, ich frage mich gerade, was unsere Dame, unsere Inge, da an der Stirn hat. Ich glaube, es sollen Haare darstellen. Ich bin mir dessen nicht so ganz so sicher. So, dann können wir jetzt, wie ich das auch von Dragon Age kenne, ein paar Dialogoptionen haben wir hier noch so. Ja, keine Dialogoptionen, aber dann haben wir hier so drei. Ganz meiner Meinung, sie übertreiben. Und Schluss damit. Nur Idioten glauben offizielle Versionen. Ich sag einfach mal, die beiden sollen sich jetzt mal beruhigen. Schluss damit. Genug, das reicht. Sie sind Soldaten, also benehmen Sie sich auch wie Soldaten. Tut mir leid, Commander. Joker, Statusbericht. Also, wenn man schon Joker heißt. Sind gerade am Portal vorbei, Captain. Die Tarnsysteme sind aktiviert. Alles in Ordnung. Gut. Dann finden Sie eine Kombarke und locken uns ins Netzwerk ein. Ich will, dass die Missionsberichte an die Allianz übermittelt werden, bevor wir Eden Prime erreichen. Jawohl, Captain. Nur zur Info, Sir. Niles scheint Sie heimsuchen zu wollen. Er ist schon hier, Lieutenant. Commander Shepard soll zu einem Briefing in den Kommunikationsraum kommen. Richten Sie das aus, jetzt. Alles klar, Commander? Oh, sorry, ich wollte nicht rankommen. Verärgert, habe verstanden. Sie scheinen ihn verärgert zu haben. Habe verstanden. Ich bin unterwegs. Schon mal bemerkt, dass der Captain immer genervt wirkt? Nur wenn er mit Ihnen spricht, Joker. So, durch Drücken von 0 wird der Codex, Ihre galaktische Enzyklopädie, angezeigt. 0? Oder soll das ein O sein? Es ist ein O. Spieler-Tutorials, Übersicht über persönliche Geschichte, Hintergrundprofil. Klicken Sie auf den zweiten Reiter und dann auf Pluszeichen neben Spieler-Tutorials, um die erweiterten Tutorials aufzurufen, okay? Klicken Sie auf den zweiten Reiter und dann auf... Achso, das war das. Kampf. Okay. Charakterentwicklung. Ja, pff. Ich schaue mir das dann später an. Ich merke, es ruckelt. Es ruckelt stark. Huch. So, Kaden, denke ich mal, sprechen. Vielleicht sollten Sie den Captain lieber nicht warten lassen, Commander. Dann machen wir das nicht. Ich glaube, ich brauche noch etwas Zeit, um die optimalen Einstellungen für mein Aufnahmeprogramm herauszufinden, wenn das jetzt so ruckelt. So, Joker. Der Captain wartet im Kommunikationsraum auf Sie, Commander. Ich
Ja, okay, dann. Dieses Geräusch immer. Es ist wahr, ich habe ihn gerade gesehen. Marschierte vorbei, als wenn er auf einer Mission wäre. Er ist ein Spectre, die sind immer auf Mission. Und wir immer brav im Schlepptau hinterher. Immer cool bleiben, Presley. Sonst kriegst du noch ein Magengeschwür. Ich kann mit den ganzen Leuten hier kann ich gar nicht reden. Aber irgendwas muss ich doch tun können hier wegen. Vielleicht speichere ich erstmal. Inge Shepard. Neuer Spielstand, jo. Irgendwas muss ich hier doch tun können wegen Einstellungen. Grafik. Fenstermodus, Gamma. Das muss nicht unbedingt. Körnigkeit. Nö, eigentlich will ich keine Körnigkeit haben. Hier ist es schön. Hier geht es, ne? Also weil ich... Ah! Also schon mal ist dieses... Ich habe gedacht, das wäre irgendwie so von der Aufnahmeprogramm her, weil das ja so komisch aussieht. Aber wenigstens... Es ist immer noch so. Es ruckelt. Wahrscheinlich muss ich selbst am Aufnahmeprogramm was ändern. Aber ich habe gedacht, ich kann hier noch irgendwas drunter drehen. Damit ich... Nein. Ich habe keine Ahnung, ne? Ich versuche jetzt einfach mal. Motion Blur. Vielleicht, wenn ich das wegmache, ist es dann ein bisschen besser zu ertragen. Ja, ne? Ja, es ist ein bisschen besser. Es hakelt zwar, aber es ist nicht mehr so verwischt. So. Ich bin auf Eden Prime aufgewachsen, Doc. Mit denen kann ich alle gar nicht... Ich kann auch nichts hier irgendwie aufheben oder so, ne? Also nichts looten, so wie ich das kenne normalerweise von den Rollenspielen. Ich kann mit keinem sprechen, außer mit denen, wo der Ring ist. So, dann sprechen wir gerade mit Navigator Presley. Glückwunsch, Commander. Das scheint eine ruhige Aktion gewesen zu sein. Werden Sie jetzt unten den Captain treffen? Streitgespräch? Sie scheinen unserem turianischen Gast nicht zu trauen, oder? Tut mir leid, Commander. Ich habe mich gerade mit Adams unterhalten. Ich wollte keine Probleme machen. Aber irgendetwas ist schon komisch an dieser Mission. Die ganze Crew hat etwas bemerkt. Wovon sprechen Sie denn? Glauben Sie, dass die Allianz uns etwas vorenthält? Wenn wir einfach nur unser IES-Tarnsystem testen sollen, wieso hat dann Captain Anderson das Kommando? Und die Anwesenheit von Nihlus ist auch merkwürdig. Die Spectre sind Elite-Einheiten, Top-Undercover-Agenten. Warum sollten sie einen turianischen Spectre auf einen Testflug schicken? Das scheint keinen Sinn zu ergeben. Untersuchen... IES-Tarnsysteme? Was ist das denn? Was können Sie mir über die IES-Tarnsysteme sagen? Ich weiß nur, dass damit unsere Position vor Sensoren verborgen wird. Neueste Technologie. Die Normandy ist das einzige Schiff mit diesem Prototypenantrieb. Aber wozu die volle Besatzung? Eine Crew von nur ein paar Leuten wäre doch billiger. Dann gäbe es auch weniger Sicherheitslöcher. Das mit Nihlus ist auch seltsam. Dieser Testflug ist offensichtlich nur eine Tarnung. Falsch! Falsch. Das mache ich doch nicht. Ich sage dir einfach falsch. Tarnung? Eine Tarnung für was? Ich habe keine Ahnung, Commander. Aber es gibt einen anderen Grund, warum wir hier sind. Und ich werde nicht gerne im Unklaren gelassen. Ich eigentlich auch nicht. Untersuchen, Captain. Haben Sie ein Problem mit dem Captain? Nein, Ma'am. Ich weiß nur nicht, was er hier macht. Captain Anderson ist einer der verdientesten Soldaten der Special Forces. Wenn er all seine Orden einschmelzen würde, könnte er eine lebensgroße Statue von sich selbst bauen lassen. Einen solchen Soldaten schickt man nicht einfach auf Vergnügungsfahrt. Und er nimmt diesen Testflug sehr ernst. Irgendetwas geht doch hier vor. Entschuldigung, ich bin schon wieder gegen das Mikro geknallt. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Untersuchen. Turianischer Spektor. Spektor. Sie trauen Nihlus nicht. Ich traue gar keinen Turianern. Liegt bei mir in der Familie. Mein Großvater hat im Krieg des ersten Kontakts gekämpft. Er hat viele Freunde verloren, als die Turianer angriffen. Das ist aber lange her. Das war vor 30 Jahren. Sie können kaum Nihlus dafür verantwortlich machen. Nein, wohl nicht. Aber es macht mich trotzdem nervös, einen Spectre an Bord zu haben. Vor allem einen turianischen.
Wir sind ein Raumschiff der Allianz, des Militärs der Menschen. Aber Nihilus muss sich nicht wie wir gegenüber dem Captain verantworten. Spectres arbeiten außerhalb der normalen Befehlskette. Und sie kommen nicht einfach, um Testflüge zu kontrollieren. Nihilus scheint größere Probleme zu erwarten. Und das gefällt mir nicht. Ich sehe mir die Sache mal an. Auf Wiedersehen. Job machen. Ja, das ist auf jeden Fall sehr nett. Job machen. Mach einfach jetzt mal deinen Job, Junge. Einfach mal Job machen. Ich sehe mir mal die Sache an. Ich werde den Captain danach fragen, wenn ich ihn sehe. Viel Glück, Commander. So, können wir denn nochmal mit dem sprechen? Was kann ich für Sie tun, Commander? Ah, ich habe noch ein paar Fragen. Ah, das kenne ich ja noch von Dragon Age. Können Sie mir noch etwas erzählen? Nö. Ich denke, wir beide wissen Bescheid. Viele Dinge auf dieser Mission scheinen keinen Sinn zu ergeben. Okay, dann schön. Ich muss jetzt runter und den Captain treffen. Deswegen rede ich noch die ganze Zeit mit dir. So, Inge, los. Ab um die Ecke. So, mit den beiden können wir auch noch sprechen. Spreche ich zuerst mit der Tante. Was meinen Sie, Commander? Wir werden nicht lange auf Eden Prime bleiben, oder? Ich bin bereit für ein bisschen Action. Ich hoffe, das meinen Sie nicht ernst, Corporal. Action heißt meistens, dass ich einige Crewmitglieder auf der Krankenstation zusammenflicken muss. Die ist bestimmt von der Techniker-Krankenkasse. So. Entspannen, Jenkins. Der Doc hat recht. Teil des Jobs, Doc. Der Doc hat recht. Nur Dummköpfe freuen sich auf Kämpfe, Corporal. Tut mir leid, Commander, aber dieses Warten macht mich nervös. Ich war noch nie auf einer solchen Mission, nicht mit einem Spectre an Bord. Ich bin mit einem Spectre an Bord. Oh wow, ein Spectre. Sie halten sich gut. Ja, sie halten sich gut. Verhalten Sie sich einfach so wie bei allen anderen Einsätzen und es kann nichts schiefgehen. Sie machen es sich zu leicht. Sie konnten sich ja schon auf Akkuse beweisen. Alle wissen jetzt, was Sie drauf haben. Das ist meine große Chance. Jetzt kann ich den Vorgesetzten zeigen, was ich drauf habe. Das ist eigentlich so der Typ Charakter, der zuerst stirbt. Na gut, seien Sie vorsichtig. Wir sollten das nicht überstürzen. Schluss mit dem Heldentum. Wir sollten das nicht überstürzen, wirklich. Sie sind noch jung, Corporal. Vor Ihnen liegt eine schöne, lange Karriere. Also bleiben Sie besonnen und vermasseln Sie es nicht. Keine Sorge, Ma'am. Ich werde es nicht vermasseln. Untersuchen, Nihilus. Was können Sie mir über Nihilus erzählen? Die Turianer genießen im Allgemeinen einen guten Ruf unter den anderen Völkern. Ihre Flotte umfasst die meisten Patrouillenschiffe zum Schutz des Zitadellsektors. Aber sie kommen nicht immer besonders gut mit uns aus. Einige Leute empfinden sie als sehr störrisch. Und andere geben ihnen die Schuld für den Krieg des ersten Kontakts. Mit Nihilus selbst habe ich kaum gesprochen. Für gewöhnlich spricht er nur mit dem Captain. Ich hoffe, wir können ihn bei einem echten Einsatz beobachten. Ich hörte, dass Nihilus ein ganzes Platoon alleine ausgeschaltet haben soll. Wow, dieser Nihilus, dieser Spectre soll unglaublich gut sein. So, untersuchen die Spectres. Was können Sie mir über die Spectres erzählen? Nur das, was ich gehört habe. Die Spectre-Agenten arbeiten direkt für den Zitadellrat. Sie operieren in kleinen Gruppen oder alleine. Aber sie stellen keine offizielle Autorität dar. Im Grunde sind sie eine Schattenorganisation mit dem Auftrag, die galaktische Stabilität zu schützen. Und zwar um jeden Preis zu schützen. Das ist der wichtige Part dabei. Spectres stehen über dem Gesetz. Alter, der Typ. Menschen unter den Spectres? Warum gibt es keine Menschen unter den Spectres? Die Spectres werden üblicherweise von den Völkern des Rates gestellt. Zum Beispiel den Turianern. Schon seit Jahren bemüht man sich darum, einen Menschen in den Rang eines Spectres zu bringen. Aber bis jetzt waren es nur Versuche. Hey, Commander, Sie würden doch einen guten Spectre abgeben. Die Spectres geraten doch immer in ausweglose Situationen. Sie müssen mörderische Situationen überstehen, genau wie Sie auf Akkuse. Also, wenn ich... Also, ich könnte höchstens zum Spectre, also S-B-E-C-K... Dazu könnte ich werden, aber doch nicht zum Spectre. Menschen und Spectres untersuchen. Spectres, das hört sich gefährlich an. Wie kann man Agenten mit uneingeschränkter Macht kontrollieren? Ich denke, dass einem Spectre, der außer Kontrolle gerät, der Agentenstatus vom Rat aberkannt wird. In einem solchen Fall würde sich der Zitadell-Sicherheitsdienst der Sache annehmen. Diese Greenhorns von der Zitadell-Sicherheit hätten keine Chance gegen sie. Ein Spectre ist so wertvoll wie 20 einfache Soldaten.
Die Spectres passen auf sich selbst auf. Wenn einer von ihnen außer Kontrolle gerät, werden die anderen ihn ausschalten. Sie nennen es das Spectre-System. Unser Corporal verwechselt romantische Legenden mit der Realität, Commander. Untersuchen, Eden Prime. Sie stammen von Eden Prime, oder, Jenkins? Wie ist es da? Es ist ein sehr friedlicher Ort, Commander. Alles wurde in aller Ruhe entwickelt. Es gibt kaum Probleme mit Lärm oder Verschmutzung in der Stadt. Meine Eltern lebten im Außenbezirk der Kolonie. Nachts bin ich immer auf diesen großen Hügel geklettert, um über die Felder hinweg die Nachtlichter der Kolonie zu sehen. Ein wundervoller Anblick. Aber als ich älter wurde, war mir klar, dass es dort zu ruhig für mich sein würde. Darum bin ich zur Allianz gegangen. Selbst ein Paradies kann auf Dauer langweilig werden. Wie lautet unser Auftrag dort? Wissen Sie, warum wir nach Eden Prime fliegen sollen? Keine Ahnung, Commander. Eden Prime ist eine unserer stabilsten Kolonien. Ein guter Zielort für den Testflug der Normandy, schätze ich. Es gibt keine wirklichen Gefahren dort. Aber schon sehr suspekt. Es muss etwas anderes dahinter stecken. Wir haben einen Spectre an Bord. Spectre? Deswegen bin ich ein wenig aufgeregt. Ich kann es kaum erwarten, dass die eigentliche Mission beginnt. Na, dann auf Wiedersehen, Chef. Der Captain wartet auf mich. Deswegen rede ich hier 5000 Jahre. So, Normandy. Das ist anscheinend das Schiff. Und wir können... Also, können dann hier rein. Ich speichere nochmal ganz kurz. Spielstand speichern. Ich speichere sehr häufig übrigens. Das ist eine Eigenart von mir. Nihilus. Wo ist der Kapitän? Commander Shepard, ich hoffte, Sie hier allein zu treffen. So können wir ungestört sprechen. Wo ist Kapitän oder Captain Anderson? Der Captain wollte mich hier treffen. Er ist auf dem Wege. Ich habe ein besonderes Interesse an der vor uns liegenden Welt, Eden Prime. Es soll sehr schön dort sein. Das weiß ich nicht. Ich komme ja nicht von Eden Prime, ich komme aus Bielefeld. Ich war noch nie dort. Aber Sie haben davon gehört. Der Ort ist für Ihr Volk eine Art Symbol geworden, oder? Der Beweis, dass die Menschheit in der Lage ist, Kolonien in der ganzen Galaxie zu gründen und zu schützen. Aber wie sicher ist es dort wirklich? Das ist schon irgendwie so sehr suspekt, wie er die Frage stellt, ne? Dieser Nihilus. Was soll diese Frage? Ist das eine Drohung? Worauf wollen Sie hinaus? Wenn Sie etwas zu sagen haben, dann raus mit der Sprache. Ihre Leute gelten immer noch als Neuankömmlinge, Shepard. Die Galaxie kann ein sehr gefährlicher Ort sein. Ist die Allianz wirklich bereit dafür? Wir sollten dem Commander jetzt erzählen, was wirklich vor sich geht. Diese Mission wird alles andere als ein Testflug. War ja klar. Ach, steht ja auch. War ja klar. Keine Überraschung. Was ist hier los? Dürfte ich Sie um eine Erklärung bitten, Captain? Wir werden eine geheime Bergungsoperation auf Eden Prime durchführen. Dafür brauchen wir funktionstüchtige Tarnsysteme. Warum so geheimnisvoll? Es wird sicherlich einen Grund geben, warum Sie mir nichts davon erzählt haben, Sir. Das kommt von ganz oben, Commander. Es sollten nicht mehr Informationen als unbedingt notwendig bekannt werden. Ein Forschungsteam hat bei Ausgrabungen auf Eden Prime eine Art Sender entdeckt. Einen proteanischen Sender. Proteanisch? Ich dachte, die Proteaner wären vor 50.000 Jahren verschwunden. Ja, aber ihr Erbe ist noch da. Die Massenportale, die Zitadelle, das alles basiert auf proteanischer Technologie. Das ist eine bedeutende Sache, Shepard. Das letzte Mal, als die Menschheit etwas Ähnliches entdeckte, machte die Technologie einen Entwicklungssprung von 200 Jahren. Auf Eden Prime gibt es keine Möglichkeit, mit so einer Sache fertig zu werden. Der Sender muss für weitere Untersuchungen zur Zitadelle gebracht werden. Hier geht es offensichtlich um mehr als die Interessen der Menschen, Commander. Diese Entdeckung könnte alle Völker im Ratssektor betreffen. Warum haben wir das überhaupt dem Rat erzählt? Warum haben wir den Fund des Senders nicht für uns behalten? Die Menschen haben nicht den besten Ruf. Einige Völker halten sie für selbstsüchtig. Glaube ich sofort. Unberechenbar und zu eigenständig. Oder sogar gefährlich. Indem wir den Sender zur Verfügung stellen, verbessern wir die Beziehungen zum Rat. Außerdem brauchen wir ihr technisches Wissen. Sie wissen einfach mehr über die Proteane als wir. Der Sender ist nicht der einzige Grund, warum ich hier bin, Shepard. Nihilus möchte Sie im Einsatz beobachten, Commander. Er soll Sie beurteilen.
das Gesicht, ne? Das ist schon, also, das ist schon sehr hübsch. Das, na gut. Ist aber auch vielleicht auch gar nicht mal so schlecht, wenn der Hauptcharakter nicht ganz so perfekt aussieht. Ich hätte es wissen sollen, warum. Was soll das? Was soll das? Warum? Was ist hier los, Captain? Die Allianz ist schon eine ganze Weile damit beschäftigt. Die Menschen wollen eine größere Rolle in der interstellaren Politik spielen. Wir wollen mehr Macht im Zitadellrat. Die Spectres repräsentieren die Macht und Autorität des Rates. Wenn sie einen Menschen aufnehmen, sagt das viel über den Fortschritt der Allianz aus. Nicht viele, die auf Akuse dabei waren, haben überlebt. Sie haben einen unglaublichen Überlebenswillen gezeigt. Ein sehr praktisches Talent. Darum habe ich sie in die Kandidatenliste für die Spectres eingetragen. Dieses Gesicht. Sie haben mich eingetragen? Warum sollte ein Turianer wollen, dass ein Mensch zum Spectre ernannt wird? Nicht alle Turianer haben Ressentiments gegenüber den Menschen. Einige von uns sehen sogar das Potenzial ihres Volkes. Wir sehen, was sie der Galaxie bieten können und den Spectres. Wir sind eine Elite-Truppe. Es gibt nicht viele, die ausreichend Fähigkeiten für unsere Ansprüche haben. Es ist mir egal, dass sie ein Mensch sind, Shepard. Was zählt, ist, dass sie für den Job qualifiziert sind. Das ist ja erstmal nicht schlecht, aber er hatte sich ja vorher schon ein bisschen negativ über die Menschen geäußert. Mal sehen. Wie geht es weiter und wenn ich ablehne? Auch Ihre Meinung, Captain? Es wäre eine gute Sache für die Allianz. Es ist eine Chance für die Erde, Shepard. Wir verlassen uns auf Sie. Ich muss mir ein eigenes Bild Ihrer Fähigkeiten machen, Commander. Eden Prime wird die erste Station einer Reihe von Missionen sein. Sie übernehmen das Kommando über das Bodenteam. Sichern Sie den Sender und bringen Sie ihn unverzüglich zurück zum Schiff. Niles wird Sie begleiten und die Mission beobachten. Untersuchen. Proteaner. Was können Sie mir über die Proteaner sagen? Nur das, was Sie an der Akademie gelehrt haben. Sie waren ein technologisch fortgeschrittenes Kulturvolk, das vor 50.000 Jahren die Galaxie beherrscht hat. Und dann sind sie verschwunden. Der Grund dafür ist nicht bekannt, aber es gibt unzählige Theorien darüber. Und die Fachleute sind sich einig, dass es ohne sie keine galaktische Zivilisation geben würde. Die Zitadelle ist das Herz und die Seele der galaktischen Gesellschaft. Und ohne ihre Massenportale gäbe es keine interstellaren Reisen. Wir haben den Proteanern viel zu verdanken. Untersuchen Eden Prime? Vor der Landung möchte ich noch mehr über Eden Prime erfahren. Eine friedliche Agrarwelt. Aber sie steht für etwas viel Größeres. Eden Prime gehört zu unseren ältesten und erfolgreichsten Kolonien. Dort haben wir bewiesen, dass wir neue Welten bevölkern und einen Lebensraum für die Menschheit fern der Erde schaffen können. Sie zeigt die Entwicklung der Menschheit. Auch und vor allem als weltraumfahrendes Volk. Und bald wird sie als Welt bekannt sein, wo die Menschen eine Entdeckung von intergalaktischer Bedeutung gemacht haben. Okay. Sender? Was ist so besonders an diesem Sender? Alle fortschrittlichen galaktischen Zivilisationen beruhen auf proteanischer Technologie, auch ihre. Wenn wir nicht die proteanischen Ruinen auf dem Mars entdeckt hätten, säßen wir immer noch auf der Erde fest. Und das damals war nur ein kleiner Datenspeicher. Wer weiß, welche Informationen dieser Sender bietet. Es könnte auch ein Waffenarchiv sein. Das dürfte auf keinen Fall in falsche Hände geraten. Wer sind denn diese falschen Hände? Wen meinen Sie damit? Die Attika-Traverse ist einer der instabilsten Sektoren im Zitadell-Sektor. In dieser Gegend gibt es unzählige Piraten und andere kriminelle Gruppen. Der Preis für einen proteanischen Sender könnte es ihnen wert sein, ein Schiff der Allianz anzugreifen. Außerdem befindet sich Eden Prime im Grenzbereich der Terminus-Systeme. Terminus-Systeme? Hatten wir das nicht schon? Die Attika-Traverse steht unter dem Schutz der Zitadelle. Ein Angriff der Terminus-Systeme bedeutet Krieg. Technisch gesehen stimmt das. Aber einige Gruppierungen in den Terminus-Systemen würden vielleicht einen Krieg dafür in Kauf nehmen. Und der Rat hat derzeit keinerlei Interesse an einem größeren Konflikt mit den Terminus-Systemen. Deswegen müssen wir die Mission diskret durchführen. Okay, das haben wir alle schon gefragt. Proteaner, Eden Prime und Sender. Zurück, okay, dann würde ich sagen, dann ist unsere Inge aus Bielefeld ist bereit zu gehen. Erwarte Ihre Befehle, Captain. Wir sind bald in... Captain, wir haben ein Problem! Was ist los, Joker?
Eine Übertragung von Eden Prime. Das sollten Sie sich ansehen. Bringen Sie es auf den Bildschirm. Jo, eine friedliche Agrarwelt. Wie es im Buche steht, würde ich sagen. Das muss so. Das ist ganz normal. Wir werden angegriffen. Erleiden schwere Verluste. Verschiedene Punkte. Danach bricht es ab. Keine Kommunikation mehr. Nichts. Zurück und bei 38,5 halt. Was ist das? Statusbericht. Noch 17 Minuten, Captain. Keine anderen Schiffe der Allianz in diesem Sektor. Bringen Sie uns runter, Joker. Schnell und leise. Diese Mission ist um einiges komplizierter geworden. Ein kleines Einsatzteam kann sich schnell und unerkannt bewegen. Das ist die beste Möglichkeit, den Sender zu bergen. Holen Sie Ihre Ausrüstung. Wir treffen uns im Frachtraum. Lassen Sie Alenko und Jenkins sich fertig machen, Commander. Sie gehen runter. Das war alles schon ein sehr großer Zufall. Tarnsysteme werden aktiviert. Das sind verdammt gewaltige Grabungsarbeiten, Captain. Ihr Team ist das Wichtigste bei dieser Operation, Commander. Gehen Sie direkt runter und machen Sie sich auf zur Ausgrabungsstätte. Was ist mit Überlebenden, Captain? Die Hilfe für Überlebende ist ein sekundäres Missionsziel. Der Sender hat höchste Priorität. Nähern uns Landestelle 1. Miles, kommen Sie mit uns? Ich bin alleine schneller. Okay, tschö. Wird vor Ihnen auskundschaften. Er gibt Ihnen Statusberichte zur Mission durch. Ansonsten will ich, dass Funkstille herrscht. Aber sollte er uns nicht überwachen? Er kann auf uns zählen. Können wir ihm vertrauen? Ah, der Captain ist ja schon sehr angetan von dem Nihilus. Oder bedroht, keine Ahnung. Ich weiß, deswegen sage ich erstmal, er kann auf uns zählen. Aber wir behalten das mal im Hinterkopf, dass wir ihm vielleicht nicht ganz so sehr vertrauen können. Aber ich schaue es mal. Ich kenne ihn ja noch nicht so lange, den Nihilus. Er kann auf uns sehen. Er kann sich auf uns verlassen, Captain. Von hier aus übernehmen Sie, Shepard. Viel Glück! Nähern uns Landestelle 2. Sprechinhalte? Der Bereich um das Schiff ist sicher, Commander. Oh, voll schön. Hier ist es wirklich schlimm, Commander. Überall Feinde. Halten Sie Ihre Waffen bereit. Siehst doch gerade noch, dass hier alles friedlich ist. Na gut. Ich speichere das Ganze mal. Und dann würde ich sagen, für die erste Folge beende ich mit diesem wunderschönen Sonnen... Na gut, Sonne ist es wahrscheinlich nicht. Wir sind ja wahrscheinlich nicht mehr im Sonnensystem, aber irgendwas Aufgang. Untergang. Und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Dankeschön fürs Zuschauen.